Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf dem Sundown Stories Kanal zu unserer vorerst letzten Folge als Überlebender hier im Spiel Dead by Daylight. Heute habe ich mir so als kleines Special mal überlegt, ich nehme einen anderen Überlebenden und habe durch ein Zufallsverfahren die Laurie erhalten und die spiele ich komplett ohne Perks und versuche hier zu überleben. Mal sehen, wie weit wir kommen mit dieser Taktik. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Da ist Michael Myers. Und er hat mich noch nicht entdeckt, zum Glück. Ich bleib jetzt erstmal sitzen. Man hört ihn ja am Herzschlag nicht. Das ist sein großer Vorteil. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, woanders weiterzumachen, denn er weiß, dass ich schon mal da war. Natürlich muss ich mir auch hier jetzt umgucken. Es kann sein, dass er mir hinterherläuft. Also vier umgucken. Da haben wir unsere Mitspielerin, die sich jetzt erstmal an den Generator setzt. Was ich auch gleich tun werde. Jetzt habe ich einen Werkzeugkoffer gefunden. Reparier ich hier gleich mit dem Werkzeugkoffer und immer schön umgucken, ob der Michael hier irgendwo steht. Kommt noch ein Überlebender. Vom Killer bis jetzt keine Spur. Das soll auch eigentlich so bleiben. Erster Fähigkeitscheck. Den haben wir gemeistert und jetzt Michael Myers auch schon da. Oh, warum habe ich da ich ja gerade gar nicht mitbekommen? Boah, Mann, das habe ich ja gerade echt überhaupt nicht mitbekommen, dass der da ist. Ja, man guckt sich ja um, aber man merkt es halt trotzdem einfach nicht am Anfang. Ein Glück hat er beigeschlagen. Ist hier jemand? Wir haben halt keinen Perk. Wir können uns diesmal nicht selber heilen. Ich muss auf jeden Fall etwas wachsamer sein, weil sonst hat er uns gleich. Warum nutze ich eigentlich nicht den Werkzeugkoffer? Jetzt nutze ich ihn. Er wollte sich auch gar nicht aufladen an uns. Also Michael Myers hat ja verschiedene Aufladungsstufen. Er startet immer mit Stufe 1 auf Stufe 2. So, jetzt werde ich erstmal geheilt. Auf Stufe 2 hat er einen etwas größeren Terrorradius und ist aber dafür auch ein bisschen schneller. Und auf Stufe 3 kann er einen Überlebenden direkt niederschlagen. So. Ich wurde in der Zeit geheilt. Vielen Dank. Ich werde jetzt den Generator hier zu Ende machen. Hoffentlich. In Kooperation mit unserem... Oh, das war richtig knapp. Und da haben wir den zweiten Generator. Und jetzt mache ich, dass ich hier wegkomme. Denn Michael wird jetzt bestimmt herkommen. Ah, nee. Jetzt wollte ich gerade mich umgucken, wo der... Ah doch, da liegt er. So, hier haben wir einen weiteren Generator. Den können wir ruhig, den Werkzeugkoffer können wir ruhig aufbrauchen, denn das ist nur ein brauner, also die schlechteste Stufe. Den muss ich nicht unbedingt weiter behalten. Das hat es gerade geleckt. Zufälligerweise genau da, wo ich den Fähigkeitscheck machen wollte, war ja klar. Gucken wir mal, ob Michael hier irgendwo kommt. Mal den erstmal schnell fertig und dann gucke ich mal, ob ich unseren Mitspieler retten kann. Das hat mein Mitspieler auch mal einen Fähigkeitscheck verkackt. Aber es sieht nicht so aus, als ob Michael Myers hierher kommen wird. Entweder campt er oder patrouilliert da hinten.
Weiß es nicht genau. Jedenfalls gehe ich jetzt mal gucken. Nee, hat uns einen weiteren Mitspieler angeschlagen. Eventuell wo. Okay, er jagt den. Dann hänge ich ihn schnell ab, wenn ich schaffe. Ja, das gelingt uns. Jetzt erstmal schnell wieder rein ins Feld. Okay, der andere Mitspieler wurde niedergeschlagen, deswegen versuche ich jetzt den Typen hier zu heilen. Jetzt bleibt doch endlich mal stehen, dass ich ihn heilen kann. Oh, das ist ziemlich nah. Aber Michael läuft in die andere Richtung. Er ist immer noch Stufe 1, das heißt, er hat nahezu keinen Terrorradius. Okay, jetzt wurde ein Mitspieler angeschlagen. Michael Myers läuft da drüben, deswegen hänge ich die jetzt ab. Ja. Die kann sich ja selber heilen. Das ist ja ihre Stärke. Wisst ihr aus den ersten Folgen, wir brauchen noch zwei Generatoren. Ich guck mal, ob ich jetzt hier den, da hinten ist ein Generator. Ob ich den mal jetzt hier anfangen kann. Da wird auch schon dran gearbeitet. Da sitze ich. Ah, okay, hier wird nichts. Also hier wird gerade im Moment nicht mehr. Jetzt lädt er sich an mir auf. Aua. Jetzt muss ich hier schleunigst weg. Ich will eigentlich nicht, das hat mich jetzt noch ein zweites Mal erwischt. Dafür hat er einen anderen Mitspieler, aber es leckt auch hier ein bisschen. Okay, hier arbeitet jemand am Generator. Ich kann mich nicht heilen. Ja, dankeschön. Okay, wir wissen jetzt, Michael Myers hat jetzt einen etwas größeren Terrorradius. Hängt aber hier unseren Mitspieler oder unsere Mitspielerin im Keller auf. Das ist nicht so schön. Da geht der nächste Generator an. Wenn wir jetzt hier etwas schnell sind, können wir hier den Ausgang, also alle fünf Generatoren abschließen und dann uns um die Ausgänge kümmern. Das schaffen wir jetzt auch. Es leckt auf jeden Fall ein bisschen. Da ist ein Ausgang und da ist noch ein Ausgang. Gehe ich erstmal hier zu dem Ausgang hin und versuche den aufzumachen. Da ist schon der andere Mitspieler. Dann gehe ich jetzt erstmal, versuche ich weiterzulaufen zum anderen Ausgang. Ja, wir müssen aber natürlich unseren Mitspieler am besten auch noch retten. Ja, der ist gerade gestorben. Okay, da ist Michael. Okay, da läuft jetzt Michael auch hin. Läuft er doch nicht hin? Ne, er läuft zu mir. Dann werde ich jetzt doch lieber hier zum Ausgang, macht die Sache sicher. Und dann haben wir unsere, sage ich mal, Mini-Let's Play-Reihe als Überlebender auch hier komplett ohne Perks erfolgreich geschafft. Ihr habt doch jetzt als erstes zum ersten Mal den Michael Myers gesehen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt raus und bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr jetzt auch bei den künftigen Folgen dabei seid, wenn ich mal die verschiedenen Killer spiele. Bis dahin, schönes Wochenende und tschüssi!